Hallo. Oh, der Hauptbahnhof hat sich aber sehr verändert. Und da ist auch noch so ein Riesenvieh. Nein, hallo, hallo. Genug jetzt. Das reicht. So. Eieieiei. Diesen Oschi habe ich mich nicht gefreut. Aber im Moment gibt es gerade nur einen davon. Ehehe. Oh Gottes Willen. Hasst mich raus hier. Hallo. Pi, bitte. Meine Güte noch mal. Boah, du bist echt verloren, wenn du in der Ecke irgendwie feststackst. Wirklich, das. Ich hasse dich. Dich hasse ich auch. Au! Oh Gott, wieso komme ich denn hier nicht vorbei? Mann! Zum Kotzen ist das. Meine Güte! Danke. Katzenstaub. Katzenstaub haben wir auch noch nicht benutzt oft, ne? Halbmondstein! Endlich mal was Praktisches. Das Spiel hat mich erhört. Und die Statue. Wir haben die Statue niedergerissen. Die haben hier ordentlich Remi-Demi gemacht. Revolution! Zu Ehren von Valentinus. Valentinus wird hier nicht sehr geschätzt, glaube ich. Ach, guck mal. Guck mal, einer, schau. Aufgewecktes Kerlchen. Nicht mit mir. Mir gefiel es damals irgendwie besser. Was dampft denn da aus seinem Rücken raus? Und was mit den Puppen? Puppen drehen durch. Oder was? Das ist der vom Anfang, ne? Ich liebe meinen Säbel, habe ich doch schon gesagt. Au! Boah, was bist du denn für einer wieder? Mann! Nein, 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 nein! Lass deine Tentakel stecken, ich sag's dir. Es gibt auch diesen Mix hier. Kann ich kotzen? Mag ich nicht. Kann ich nicht leiden. Ciao. Ist hier drin in der Kiste. Das ist immer, ich finde das immer so nett, ne? Dass sie einem hier wertvolle Kisten stehen lassen, einfach für uns, ne? Kopf eine Spule, Mjölniers! Nordische Mythologie lässt grüßen, oder was? Wow! Große, stumpfe Waffe. Die ist auch wieder saulangsam wahrscheinlich, ne? Oh Mann.
Gott, die Ausdauer wird echt extrem da wieder belastet mit. Vielleicht kann man den ummodeln, den Hammer, dass man nicht so einen riesen Schlagstock hat. Okay, da wandelt auch schon wieder irgendwas Komisches da hinten rum. Ja, was bist du jetzt? Was bist du jetzt? Ach, ihr seid hier zu dritt. Alles klar. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Könnt ihr bitte... So, was mache ich mit dir? Keine Ahnung. Weil er einfach mal ruft da. Gott, was ist denn das für eine Erschütterung hier immer? Jiminy, bitte sag irgendwas, damit ich mich nicht so alleine fühle irgendwie hier gerade. Hab ich mich erschrocken, du Saftsack. Du Mistvieh. Nein. Oh, Mann. Holt doch nur hier ran, verdammte Axt. Wo diese Stadt einfach ist, ne? Saugt das mal alles schön auf hier wieder. Was geht denn hier vor? Oh no! Der hämmert dagegen das Tor. Keiner macht ihm auf. Ist aber auch unfreundlich. Mann, nö, ich hab keinen Bock auf den. Der tötet mich gleich wieder. Ja, er kriegt mich mit. Ich hab's mir gedacht, ja. Jo, genau. Kommt er. Was bist denn du für ein Monstrum wieder? Bah. Widerlich bist du. Okay. Was wächst dir denn aus dem Mund, ey? Ist ja widerlich. Eine fette Keule, die du da hast, ey. Millionenstecker, vielen Dank.
Ich hätte aber lieber gerne den Legion Kaliber. Das wäre ein Traum. Mann. Könnte man meinen, dass... Ah! Könnte man doch meinen eigentlich, dass die Stadt vorher schon düster war, also so noch düsterer. Weil die ersten Level... Naja. Warte mal ganz kurz gucken. Haben wir jetzt einiges verballert. Verballert haben wir. Ich gehe nochmal kurz. Halbmondstein! Jetzt brauchen wir nur noch zwei. Brauchen wir nur noch zwei. Bevor wir weitergehen, ich gehe mal ganz kurz ein paar Items kaufen. Okay, verlassenes Apartment. Sind wir zurück. Wir haben uns nochmal ganz kurz gerüstet. Oh, hier ist auch ein Händler. Toll, ein paar Schritte hätte ich noch weitergehen können. Oh Gott. Egal. So. Märchen von den drei Brüdern des Werkstattturms. Der erste Teil ist abgerissen. So lebten in Grad ein Techniker, der die drei freundlichen Puppenbrüder schuf, ein Alchemist, der Puppen zum Leben erweckte, und ein Stalker, der missratenen Puppen wieder in Ordnung brachte. Die drei Brüder bauten den Werkstattturm der Handwerker und fertigten phänomenale Puppen. Die Puppen wirkten lebendig. Die besseren von ihnen halfen dem Volk von Grad und arbeiteten hart, tanzten und sangen Lieder. Die Leute waren äußerst erfreut und alle waren glücklich. Sie sagten, dass das alles den drei Brüdern zu verdanken sei. Die drei guten Brüder lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Ich glaube, die drei Brüder kennen wir. Und Geppetto ist einer davon. Und es ist kein Märchen. I don't suppose you'd like to buy anything. Vielleicht. Sorry. I've been on my own so long. My sales pitch is a little rusty. Hard to engage in trade when you're fleeing from monsters. Even if the abnormal has become normal, the living must live. Buy something and you'll help both of us. Ja, ja, ja. Just when you think things are getting better, eh? The other day, someone killed the King of Puppets on Rosa Isabel Street. Since the King caused the puppet frenzy, I thought we were saved. Turns out that without the puppets, the monster population grew. Sometimes the light at the end of the tunnel is the front of an oncoming train. I guess it's just Trot's time to meet its doom. Nein. Nicht solange wir noch Mitspracherecht haben. Ich bin erstaunt, dass es bis hierher geschafft hat. Also, wenn ich jetzt bedenke, bei wie vielen Monstern wir uns jetzt erstmal durchkämpfen mussten, bis wir hier gelandet sind. Was hast du denn? Oh. Korrosionsbeschädigungskonverter. Oh Gott, das ist jetzt, hier sind hier die großen Geschosse. Boah, die sind aber auch sauschwer wieder. Na, die sind sauschwer. Und was ist das? Griff einer Militärschaufel, witzig. CC. Drehe dich und verpasse umstehenden Feinden. Kann ich nicht. Drehangriffe werden fortgesetzt, solange der Angriffsknopf gedrückt ist. Wenn er für eine gewisse Zeit gedrückt wird, löst er einen mächtigen Angriff aus. Kaliber, gib her. Das nehme ich dankend. Und was nehmen wir hier jetzt? Das werde ich jetzt gleich nochmal entscheiden. Wenn ich sehe, wo uns der Weg dann noch weiterhin verschlägt. So, vielen Dank. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Das war also das Riesenerdbeben. Ach du Scheiße. Richtiger Krater hier rein, inmitten in der Stadt. Wow,
This used to be the workshop's transportation base, close to Krott's central station. Maybe that's why the puppets were so hell-bent on attacking the place during the frenzy. But I didn't see it myself. I didn't know the scale of it all. So let's add that earthquake to our list of strange and bizarre happenings in Krott and keep moving. Let's keep moving, ja. Boah. Was für ein Anblick, wa? Das ist ja Wahnsinn. Störung? Brief eines Liebhabers. Oh nein, warte mal. Oh Gott, ich muss hier raus. Hä? Was passiert denn? Was passiert? Warum bin ich denn jetzt gestorben? What the fuck? Wegen diesen Kratern, wegen diesen Kristallen oder was? Boah, was zum Geier. Ach du meine Güte. Verrecken wir bloß, weil wir mitten auf dem Platz stehen oder was? Ich glaub's auch. Ich wollte bloß den Brief lesen, verdammt nochmal. Mich am Arsch. Oh Gott, ist doch gut. Bitte, beruhigt euch. Oh, Mann, lass mich doch den Brief lesen erstmal. So, jetzt geht's wieder zurück. An meinen geliebten Gideon. Die Welt stirbt. Dutzende Male am Tag höre ich Nachrichten über die Epidemie. Sollte ich dich zudem nicht sehen können, könnte ich ersticken und sterben. Ich warte heute Abend wie gewohnt am Schild auf dich. Komm nicht zu spät, mein Schatz. Ich fürchte, er kam zu spät. Ja, nun, soll ich hier jetzt einfach durchrasen oder was wollt ihr denn jetzt von mir? Wir sollen nicht zu dicht da an diese Kristalle anscheinend ran, wie mir scheint. Das ist ja auch geil. Mistvieh. Wo ist es denn sicher, verdammte Axt? Hm? Oh Gott, was bist du denn? Selbst die Gremlins waren hübscher. Steigt die Störung hier? Nö. Noch ein Eische Mist. Monster. Fisch. Geil. Ich kann die anvisieren und zerstören. Das ist natürlich praktisch. Setzt mich nämlich sonst ein bisschen unter Druck, wenn ich mich hier jetzt durchsprinten müsste. Natürlich wieder ein Schmetterling hier. An der gefährlichsten Stelle, die es gibt. Ach so. Ja, toll. Klasse. Na, wo verbirgst du dich? Oder runterfallen, ja, das ist auch eine Option. Ja, hätte ich jetzt nicht zuerst genommen, aber gut. Da unten liege ich. Das ist ja wieder traumhaft schön hier. Traumhaft schön ist es hier. Der Kram erstmal kaputt. Und bitte nicht runterfallen, danke. Das wäre es jetzt wieder gewesen. Aber wie komme ich denn darauf? Das ist die andere Frage. Ist doch verschwunden, ich glaub's nicht. Ach, Mann.
Mann, eh. Hallo. Bin gerade auf der Suche nach Schmetterlingen. Bitte stören Sie mich nicht. Schmetterfalter, da ist er. Bah. Was ist alles? Muss er denn jetzt? Liebe Entwickler, wenn ihr die Spieler belohnen möchtet und sie nicht ärgern wollt, dann packt die Schmetterlinge bitte nicht an den beklopptesten Stellen, die es gibt. Was ist denn das für ein Erz hier? Oder was für eine komische Kristallansammlung hier? Ach! Hallo, ich hab die schon gesehen. Ja, dich. Genau dich meine ich. Willst du nicht? Gemein. Komm schon. Der ist immer noch nicht tot. So, viele Lebenspunkte, Freundchen. Ich weiß nicht, ob ich das so toll finde. Ha! Alter! Halt! Stopp! Moment! Auszeit! Ich will vorher zur Abkürzung, bevor du mich abmurkst. So viel Zeit muss sein. Dankeschön. Na, was wartet hier wieder auf mich? Gebäude. Mit einer Falle. Hey. Man sagt, wenn Kristalle aus dem Boden auftauchen, ist das ein Zeichen für die Endzeit. Macht man das, ja? Es ist das Ende, wir werden alle sterben. Jeder wird sterben. Das ist sehr aufbauend, das sind sehr ermunternde Worte. Das sind die Worte des Tages heute? Ja. Wie wär's denn ein bisschen mit ein bisschen Positivität, Enthusiasmus, Leute? Hm? Ist doch wohl nicht zu viel verlangt. Da oben ist eine Kiste. Wie komme ich da hin? Wieder über die Dächer. Ach, schön, klasse. Klasse. Und da oben ist bestimmt wieder irgendwas, was mich dann auch wieder zerlegt oder was mich runterschmeißt oder sonst was. Da kommen wir ja nicht hin. Ich werde auch nicht versuchen, darüber zu springen. Den Spruch schafft er eh nicht. Der ist zwar sonst sehr athletisch, der Bengel, aber das, diesen weiten Sprung, dem traue ich nicht zu. So, was ist jetzt hier wieder los? So ein Gammelfiech. Miefi-Viech. Au. Störung. Ah. Bin auch gestört. Kaputt den Kram. Dann hast du Ruhe. Spritzt du irgendwas, oder wie? Ah, ihr dünstet das auch noch aus, oder was? Warum habe ich hier Störung? Oh nö, hallo. Hallo. Ist doch gut jetzt. Wo habe ich denn hier wieder eine Störungsquelle? Ich bin ehrlich, mir gefällt dieser Ort nicht. Hinten ist noch was. Nee. Hört doch auf. Das einzig Nervige ist, wenn du stirbst, und respawn auch diese ganzen Kristalle, diese Erzflecken da.
müssen wir hier nämlich runter, ne? Da habe ich mir gedacht. Coffeehouse! Oh ja, einen Coffee hätte ich jetzt auch gerne. Hm, bin dabei. Ich bin dabei. Die Kisten gehen nicht kaputt. Nee, da ist schon wieder ein Bär. Ich habe keinen Bock auf Bär. Keine Bären. Hä? Was soll hier sein? Hier ist gar nichts. Hm. Scheiße, dass die Laterne da ist, ne? Mann. Ja, das ist schon blöd. Tja, wo geht's weiter? Man weiß es nicht. Vermutlich durchs Haus, ne? Hm. Einfach so tot hier alles. Das ist deprimierend. Nein? Da kommt gleich wieder was rausgesprungen, glaube ich. Ei. Na klar. Alter! Lass doch mal die Aggros. Ein Dickschädel. Das sieht man sofort. Das ist Metalhead. Es ist ein Metalhead. Mann, das ist aber ein scheiß enger Raum. Hier. Oh. Da liege ich auf ein neues. Hm. Oh, sehe ich ihn jetzt schon recht. Kann ich mich an den Rand ziehen und dann von oben einmal abballern? Meine Fresse, ey. Was stand da? Arch-Schwergewichtsmeister? Was war das? Wieder 50 Kilo weiter. 22 Kilo, alter Schwede. Ein neues Produkt, das von den Eisenwarenfabriken Arc entwickelt wurde. Es wurde mit Fokus auf erhöhte Haltbarkeit anstatt auf Gewichtsreduktion. Ja gut, Schadensreduzierung ist jetzt da. 28, ist es das wirklich wert? Ja gut, was macht das noch für einen Unterschied, ne? Wir tragen ja jetzt schon so ein schweres Teil. Das andere wiegt 19, das andere wiegt hier, wiegt jetzt 22,8. Ja, gut, es geht noch. Etwas schwer. Wir sind noch im Bereich. Wir sind noch im Normbereich, das passt. Noch mehr Ergo. Und das ist ein Stargazer. Ich freue mich. Das ist toll. Ein gestürzter Werkstattturm. Okay, Leute. Ich werde hier stoppen müssen erstmal. Machen wir eine kurze Rast. Der rastet, der rostet. Ich weiß, aber wir haben schon wieder lange genug aufgenommen. Das reicht. Ich glaube, ich mache nochmal einen Abstecher zum Goldmünzenbaum. Und ich frage mich, warum immer noch das Symbol von der Überlebenden angezeigt wird. Vielleicht hat die irgendwas zu sagen?
irgendwas Wichtiges? Das will ich jetzt nochmal ganz kurz in Erfahrung bringen. Was ist denn los? By the way, do you remember when I mentioned my partner? I got a distress signal from him. His last location was Krott Central Station. But my gear won't protect me from the petrification disease there. Can you find him for me? I'll make it worth your while. Thanks. My partner's name is Atkinson. I think he was trying to secure an escape route. Look for him around Krott Central Station. Krott Central Station. Okay. Machen wir. Dankeschön. Ein interessantes Detail übrigens. Wir waren ja bei dem Gianjo und der sagte, dass wir ja ein Heilmittel gefunden haben gegen die Versteinerungskrankheit und dass wir jetzt die Wahl haben, Antonia zu heilen oder nichts zu tun, ob wir das wirklich tun wollen. Und er hat gesagt, man muss wirklich abwägen und sich entscheiden, ob man ein qualvolles, längeres Leben haben möchte oder ja, sehen, ruhig einschlafen möchte und ich tue mich echt schwer mit der Entscheidung. Stalker, please. If you pick some gold coin fruit for me, I'll give you a reward. Heilmittel für Antonia herstellen. Die Frage ist, ob es das nicht verschlimmert. Also verschlimmbessert. Stalker, please. Ich hab echt Schiss, ne? Dass das jetzt nach hinten losgeht, dass sie dann noch. The cure isn't exactly stable. Give it to the patient as soon as possible. Okay. Wehe, Gianjo, du legst mich rein. Wehe. Oh Gott. Manchmal wünschte ich, ich könnte speichern vorher. Bevor ich irgendwie Bockmist mache. Oh Mann, bitte lass es mich nicht bereuen. Antonia, meine Liebe. Ich will dir helfen. Entscheide selber, ob du es nehmen willst oder nicht. People have no idea so many secrets are buried. Thanks for keeping me company. Mit wem muss ich denn reden, damit sie das nimmt? I believed in you, and my belief has been rewarded. She can be cured. It feels like a dream. The possibility of imminent death, though. Why won't pain ever leave her alone? I cannot make this choice. Every option is painful. I cannot know what's best for her. What would you choose? Ich hasse es. Wird's ihr geben, aber ich habe echt Hintergedanken oder Sorge, dass das nichts bringen wird, dass es die Situation verschlimmert oder sie sofort sterben lässt oder dass sie auch zu so einem Monster wird. Oh, weißt du was? Ich werde es, glaube ich, bereuen, wenn ich es nicht tue. Oh. Yes. I suppose ignoring her pain wouldn't be right. Thank you so much. No matter what happens, I will accept it. I will administer the medicine. Please accept this token of my gratitude. Oh Mann. Olledina, ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Halten wir in der nächsten Folge Ausschau nach dem Atkinson. I know my way around a well. Griffwaffe montieren, das wollte ich machen, genau. Ich wollte den Hammer mal ausprobieren mit. Sie? Wie agiert er denn mit dem? Ja, aber scheiße schwer auf jeden Fall dann, ne? Ja, Mann. CC.
57 plus 145 Brustladung und Schadensreduzierung ist halt wirklich 71, 47 ist echt nicht schlecht. Das ist schon echt stark. Was ist eigentlich mit dem Typen da aus dem Sumpf? Mit dem Fanboy von Alidoro? Auch ein Schatzsucher werden möchte. Mal ganz kurz gucken, wo der ist. Ja. Life is short and life in Krat is shorter. I reckon I should cherish what time I've got. All I can do is keep plugging away. If you come back by, say hello. Maybe I'll get this place open. Alidoro. You never heard of Alidoro? He's a treasure hunter and one of the best. And unlike a lot of the riffraff in Krat, he's not a thief. He's a pro who excavates antiquities methodically. And professionalism is important when you're talking about Ergo. Just mention Ergo and everyone cares about the history behind the ruins. That's why Alidoro has the reputation he does. The quality of his information and the condition of the antiquities are on another level. Das stimmt, das kann I know there are rumors about Alidoro lately, but I know jealousy when I hear it. Gerüchte über Alidoro, dass er gemeinsame Sachen mit den Alchemisten macht, oder was? The rumors? Well, for starters, they're nonsense. Alidoro is the last person you'd suspect of crimes like fraud and theft and assault. It's crazy. I've even seen a wanted poster of him. Those alchemists must be behind it. Those guys act like they own the ruins, and they don't want treasure hunters to earn an honest living. I mean, come on. We're talking about the Alidoro who saved all those lives in the workshop tower rubble. So, no, I don't believe a word of it. Ugh, would you get a load of this? I grabbed it as a souvenir, but it's just malicious propaganda. You take it. Besucht Alidoro. Ein Betrüger, der sich selbst als Schatzsucher bezeichnet, trägt eine Hundemaske, angeklagt wegen Betrug, Nachahmung, Diebstahl, Körperverletzung und anderer schwerer Verbrechen. Das ist auch eine ganze Reihe von Beschuldigungen, ne? Er ist sehr gut darin, Leute reinzulegen, also seien Sie vorsichtig. Ich glaube nicht, dass das einfach so gesponnen ist. Steckt ja immer ein Körnchen Wahrheit drin. Also ich wäre vorsichtig auf jeden Fall. Life is short. All I can do is keep... My treasure. Well, this is what I've got so far. It's a cryptic vessel. A sort of cipher device. But I don't know how it works. I don't want to throw it away. Ah. I think it's a clue to some stolen goods. I found it between the corpses of two thieves who died fighting over it. You know what they say. No honor among thieves. But I can't make heads or tails of it. Ja, ich aber. If you want it, it's yours. Ja, bitte. Wir haben Vinini, der kann uns das entschlüsseln. Jawohl. Jawohl. Ja. Ja, dann ab dafür. Ab dafür. Los. Oh Mann, ich wollte die Folge beenden. Vinini, Mann der Stunde. Bitte Hilfe. I always welcome friends. There you are. Now, just leave this to me. Bitte? Done and done. You will find Vinini always seeks to rise to the challenge at hand. Entschlüsselung des kryptischen Gefäßes. Was ist das denn? Befehle, eine alte Hütte in den Gruftslums im Malum-Distrikt. Halte Ausschau nach dem kahlen Baum und der Wäscheleine und betrete die Hütte daneben. Anhang, eine Vereinbarung ist zum gegenseitigen Vertrauen beigefügt. Ich habe die gestohlene Ware im kahlen Sumpf versteckt und ich habe etwas erkannt. Ah, wenn ich immer wieder in den Sumpf gehe, dann kehre ich nie mehr zurück. Das Leben eines Diebes ist alles, was ich kenne, aber ich will jetzt noch nicht sterben. Aha. Wäscheleine ist nur die Slums. Wir müssen zu den Slums auf jeden Fall dann hin. Wir kehren also in unser trautes Heim zurück. Selbst wenn die Bruderschaft des Schwarzen Kaninchens Probleme machen sollte, waren wir theoretisch gesehen vor ihnen im Malum-Distrikt. In den Slums gelten Slum-Regeln. Erstens, bring die gestohlenen Waren zu deiner alten Basis.
Vielleicht sind wir dumm, aber anders als die Reichen sind wir loyal. Auf eine lebenslange Freundschaft. Ach, Venini, ich möchte ihn wirklich mögen. Ne? Ich hoffe, der hat nicht auch Dreck am Stecken. Dass der von den Machenschaften von Geppetto nichts wusste. Gruftslams. Gruftslams. Wo kommen wir denn da am schnellsten hin? Ah, Pfad des Pilgers, das ist ja das Kürzeste. Mal gucken, wie der Hammer abgeht. Ob er abgeht. Oder ob er unpraktisch ist. Aber schick sehen die Waffen ja alle aus. Das muss man halt immer wieder sagen, ne? Aber was für meinen Kampfstil am besten ist, das... Austesten. Einfach austesten. Wenn ihr das Spiel selber spielt, kann ich das nur empfehlen, dass ihr immer wieder Waffen austestet, was für euch am besten ist. Schnuckiputz. Bist du fertig? Bist du fertig? Ach, dir mehrere Angriffe hintereinander. Voll untypisch für die. Wäscheleine. Da ist eine Wäscheleine auf jeden Fall. Oh. Da steht jemand. Da steht auf einmal jemand. Na, guck mal einer, schau. Und das scheint noch ein Mensch zu sein. Ich doch. Guten Tag. Das ist schräg. Sie wohnen hier unter den Zombies. Völlig in Sicherheit. Da stimmt doch was nicht. How did you find this place? They sent you, didn't they? Yeah. Those guys blabber about loyalty, but when the chips are down, they'll stab each other in the back. I don't know what's inside, and I don't really care. Take it with you and hurry. Was denn los? Schlüssel zur Räuberhütte. Danke, das war einfach. Schlüssel zur Räuberhütte? Wo muss ich denn da jetzt hin? Was stand da in den Anweisungen? So. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, aber der gute Mann hat uns einen Schlüssel gegeben. Und es ist einfach diese Hütte hier. Schlüssel zur Räuberhütte. Da ist es. Ich trau dem hier nicht. I was looking forward to that all day. When the trap's empty, so are my pockets. Du elender Verräter! Du elender Verräter, du wolltest... Geht's denn jetzt kaputt? Ja. Aha. Oh Gott, ist das kacke. Wow. Da wollt ihr uns in eine Falle locken, dieser Arsch. Zum dein Glück, dass du weggerannt bist. Das wäre dein Tod gewesen, Freundchen. Das wäre dein Tod. Das ist ja der Hammer. Pi, warum blockst du nicht? Ich drück... Aha. Ah, witzig. Und jetzt kommen wir dann auch zur Abkürzung, oder? Lol. Ja, natürlich. Oh, wie gut. Was für ein Amulett haben wir jetzt gekriegt? Was war das? Lebensamulett plus 1? Okay. Schade. Doch, das wäre irgendwie was, weil auch nicht was Besseres. Na gut. Wir gehen trotzdem erstmal zum Hotel, glaube ich, und legen da erstmal einen Stopp ein. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns um den Atkinson und der Bell, den Partner. Und ich hoffe, wir finden den dann auch zügig beim Hauptbahnhof. Da haben wir uns ja schon durchgekämpft da, aber wer weiß, ob der es überlebt hat überhaupt. Das sind ja auch gefährliche Gefilde, auf denen wir uns bewegt haben jetzt. In der letzten Stunden.
Leute, ich mache hier wieder einen Stopp. Vielleicht level ich mich noch ein bisschen. Gucken wir mal. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Da machen wir weiter. Und ich will wissen, was da jetzt vor sich geht im Inneren der Stadt. Diese ganzen Krater, also was dieses Erdbeben, diese... Also der ganze Erdboden, der sich auftut und... Also keine Ahnung. Das... Was da vor sich geht. Ich bin neugierig. Es geht, glaube ich, geht es dem Ende zu? Ich weiß es nicht. Folge war wieder lang genug. Kann immer kein Ende finden, wenn ich dabei bin, echt. Trotzdem vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao.